bei die Klippe. Und das ist nah bei die Angele. You know what? Why don't you just leave? I can't believe I was so goddamn stupid to fall for you. I hate you! Sorry. I made you wet? No worries. So you're Australian? German? German. And you? Belgier. Belgier habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich sollte mich mal um trockene Sachen kümmern, nicht? Ich glaube zwar nicht, dass sie meine Jeans passen, aber einen trockenen Martini, den kann ich dir anbieten. Ruhig viel zu mir sagen. Mein belgischer Film. Angenehm, ich heiße Fiona. Auf meine kleine Schwester. Auf Fiona, das Geburtstagskind. Auf, dass sie endlich einen vernünftigen Job findet. Auf, dass sie nicht besoffen in den Pool kommt. Louis, das ist deins! This next round is in my husband. Hallo. Ich hab genug für heute. Nee, ich Hallo. Bin einfach müde. Und so wie die Telefone heute bibbeln, kann es noch ein langer Abend werden. Aber es ist unser letzter Abend in der Zivilisation. Ja. Die letzten warmen Duschen, die letzten Telefonate. Wieso nicht geschafft? Was heißt nicht geschafft? Wir waren doch hier verabredet. Was, dann repariert dein Flugzeug und komm nach Nowhere. Quatsch, Nowhere ist perfekt. Vertrau mir, komm nach Nowhere. Dein Handy fehlt noch. Schrei nicht so. Hey, du kennst den Deal. Du bist so kotzen schlecht. Hey, deine Frau ist daran schuld. Sie hat gestern so viele Anrufe bekommen. Could you store them for us in your hotel safe, please? Der blöde Körer hat schon ausgecheckt. Wartet nicht auf mich, ich komme direkt zum Flughafen. Bring eine belgische Leckerei mit. Kuss Fiona. Denk dran, ich habe Geburtstag, ich darf mir was wünschen. Ja gut, dann fahren wir. Checklist. Wouldn't mind signing the paper, please. We can take off whenever you want to. We're still waiting for my sister, but she should be here any minute. All right. Thank you.
endlich. Wie ist denn der Typ? Keine Ahnung, sieht aus wie ein Belgier. Ja, besonders erfreut scheinen die nicht zu sein. Belgier. Wie kommst du denn darauf? Was ist das denn? Die belgische Leckerei. Sie werden dir gefallen. Und das werden sie auch mögen. Was meinst du mit mögen? Naja, meine Schwester. Die große Strenge da vorne. Die liebe ich. Wenn sie glaubt, der kommt mit, dann hat sie aber geschnitten. Dich mag ich. Exakt meine Meinung. Wir wollen unter uns bleiben. Ganz schrecklich. Jessica, nimm den einfach ins Kreuzverhör, dann gibt er von selber auf. Jessica hat es wieder ganz toll hingekriegt. Wenn so ihre Kreuzführer sind. Alles okay. Wohin geht's denn eigentlich? Nowhere. Außer Natur scheint es da nicht viel zu geben, oder? Von dort aus werden wir die nächsten 7 Tage durch die schönsten und einsamsten Landschaften wandern, die das Land zu bieten hat. Und was passiert, wenn wir am Ende der Tour angekommen sind? Dort wartet ein Wagen auf uns und wir fahren zurück in die Zivilisation. Alex? You guys seem to have everything. Only one thing missing. There you go. Whoa! I don't think I ordered such a big gun. Big country, big guns. Brauchen wir sowas wirklich? Aber natürlich, das ist ein ganz normaler Teil der Ausrüstung. Louis! Hast du Louis gesehen? Louis! 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 Ich warte bis zur Dämmerung, dann fliege ich los.
pass auf dich. Findest du ihn? Ist er nett zu dir? Natürlich ist er nett zu mir. Aber wie findest du ihn? Sympathisch? Sympathisch. Sympathisch ist mein Frauenarzt. Sieht schon ganz gut aus. Das macht dir also zum Spaß. Jedes Jahr einmal. Aber du hättest ihn trotzdem nicht mitbringen sollen. Sind alle sauer. Niemand ist sauer. Nur Louis ist sauer. Und der ist immer sauer. Also, ich weiß nicht, was ich von dem Typen halten soll. Ach, ich soll's. Er ist nun mal da. Den kennt doch schon lange, oder? Eine Ewigkeit. Ja. Aber in den letzten Jahren ging jeder seine eigenen Wege. Und deshalb kam mein Mann, der Michael, auf die Idee, unsere Freundschaft mit solchen Touren aufzufrischen. Erinnert ihr euch an den alten Zieske, diesen Penner? Zieske? Deutschleistungskurs! Stimmt, seine Aufsatzfragen waren immer der absolute Horror. Der war bei mir auch noch da. Er hat so Fragen gestellt wie: Beschreiben Sie den Sinn des Universums in maximal 50 Worten. Und, was hast du geantwortet? Ich habe ihm meine Telefonnummer in die Arbeit geschrieben. Ihr braucht gar nicht so zu lachen, ich habe eine 2 dafür bekommen. Wie kommen Sie denn jetzt auf den Zieske? Naja, vor 2 Wochen kommt er in die Klinik. Er kennt mich aber nicht. Erzählt mir was von seinen Mandeln, aber die sind völlig in Ordnung. Nur so einfach wollte ich ihn auch nicht gehen lassen, also veranlasse ich einen Totalcheck. Und? Ein Totalcheck dauert bei uns 3 Tage. Hämorrhoiden, Darmspiegelung, Prostata, das ganze Programm. Mal was zu trinken. Na, der Tag geht und Johnny Michael kommt. Dann wird es Zeit. Phil, die kennen doch meine Freunde. Die wollen endlich wissen, wer du wirklich bist. Und wie wirst du das rausfinden? Mit dem Wahrheitsspiel. Doch. Und niemand kann sich davor drücken. Bitte. Also, Phil, stell dir vor, du bist mit deiner Mutter, deiner Frau, an Bord eines sinkenden Schiffes. Die richtig schlechte Nachricht ist, es gibt nur noch eine Schwimmweste. Wen rettest du? Mich natürlich. Du Egoistenschwein. Ja, was hast du denn? Meine Mutter ist tot und ich bin geschieden, also... Ich kann nicht helfen, ich mag den einfach nicht. Ja, aber die Mädels mögen ihn. Er ist alles nur Masche. Ich traue ihm keinen Millimeter. Also, jetzt bin ich dran mit dem Wahrheitsspiel. Eine Truppe von Freunden geht auf einen Abenteuertrek. Bevor der Trek losgeht, kommt eine neue dazu. Aus irgendeinem Grund können die Freunde nichts dagegen machen, dass er mitkommt. Was geht in ihren Köpfen vor,
können Sie die erste Nacht beruhigt einschlafen. Darauf trinken wir erst mal ein. Also nächster Kandidat. Jessica. Jessica. Mach doch. Niemand kann dich davon drücken, das weißt du. Also, stell dir vor... Deine süße Schwester und ihre belgische Leckerei. Musst du mir jetzt auch noch die paar Stunden wohlverdiente Ruhe versauen? Wir sehen uns schon das ganze Jahr nicht. Und dann muss man die eine Woche, die man hat, noch mit einem Fremden verbringen. Und? Was stört dich daran? Was mich daran stört? Ich bin müde. Irgendein Wort, ein klitzekleines Wörtchen. Alles in Ordnung. Gut. Alles klar? Wir müssen zurück. Zurück nach Nowhere? Zurück. Um die Polizei zu benachrichtigen. Dem müssen was tun. Da ist niemand.
Wir werden die Polizei benachrichtigen, aber dafür müssen wir weiter. Verstehst du? Sag was. Ich? Wieso? Dann werde ich es euch sagen. Das sind Diamanten. Das sind Rohdiamanten, sind nur noch nicht geschliffen worden. Was macht ja diesen Typ mit einer Büchse voll Rohdiamanten mit in der Wildnis? Offensichtlich was Illegales. Wir begraben ihn und benachrichtigen bei unserer Ankunft die Polizei. Michael, du solltest auf jeden Fall die genaue Lage des Grabes in der Karte einzeichnen. Ich gehe und hol die Videokamera. Luis, was sind denn die Diamanten wert? Was weiß denn ich? Ja, du bist doch der Bergbauingenieur. Bei guter Qualität. Um die 6.000 Mark pro Karat. Und wie viel Karat sind das? Vielleicht 2.000. 12 Millionen Mark. Vielleicht war er ein Schmuggler, der die Steine aus dem Land fliegen wollte. Vielleicht ist er aber auch nur abgesprungen, um jemanden die Diamanten zu übergeben. Dann ist hier draußen irgendjemand, der auf die Diamanten wartet und jetzt den Typen sucht. Sollten wir nicht auf ein Kreuz verzichten? Das ist doch das Mindeste, was wir als Zeichen unserer Trauer für... Um einen Fremden, der wahrscheinlich noch Dreck am Stecken hat? Phil hat recht. Wenn hier draußen wirklich jemand ist, sollten wir ihm nicht einen Wegweiser hinterlassen. Ich markiere die Stelle in der Karte ein, so wie Jessica es gesagt hat. Was schreibst du denn noch? Über alles, was uns passiert. Ich glaube, dass wir das später brauchen werden. Was würdest du mit 12 Millionen machen? Ein klassisches Segelboot. Mahagoni-Rahmen, weiße Takelage und dann mit vollen Segeln durch die schönste Meere der Welt kreuzen. Ja. Siehst du, das ist wahres Abenteuer. Das ist Unabhängigkeit. Mit einer Piratenfahne? Naja, ist mein Traum vom Leben. Natürlich habe ich sofort gewusst, dass es Rohdiamanten sind. Aber ich war nicht sicher, ob ich es so rausposaunen soll. Was glaubst du, wer die Diamanten kommt? Keine Ahnung.
Wer war bloß der arme Mann? Na ja, arm war er nicht gerade. Ja. Mach dir mal keine Sorgen, die Behörden finden wir schon raus. Nein, ich mach mir keine Sorgen. Du planst eben alles perfekt, ha? Wir leben doch gut damit, oder? Na ja, klar. Guck mal. Schön. Also gut, stellen wir uns den Tatsachen. Was machen wir mit den Diamanten? Irgendwann müssen wir darüber reden. Ich schlage vor, wir behalten sie. Dafür bin ich auch. Es geht nicht. Warum nicht? Ganz einfach, weil wir uns strafbar machen würden. Jessica hat recht. Na super, du plapperst dir sowieso immer alles nach. Kannst du nicht einmal dein Gesetzbuch zu Hause lassen? Ich mache euch nur auf die möglichen Konsequenzen aufmerksam. Okay, okay, okay. Aber was für Konsequenzen, Jesse? Ein Unbekannter liegt in einem Grab. Wir haben nichts, aber auch gar nichts damit zu tun. Niemand könnte uns mit ihm oder den Diamanten in Verbindung bringen. Na wunderbar. Der Größenwahn von jedem Kriminellen. Mir kann keiner. Der Tod sich replant. Bevor der Depp bis 13 kann, sitzt er im Knast. Solche Steine auf dem Markt. Wir bauen ja nur Industriediamanten ab. Mit dem Verkauf haben wir nichts zu tun. Ich dachte, wir wären durch mit dem Thema. Ist ja gut, ich wollte es ja nur wissen. Aber einen Markt für Diamanten gibt's immer. Klasse, Luis. Immer schön Öl ins Feuer gießen. Sie hat mich gefragt, da habe ich geantwortet. Schön. Dann haben wir zwei Meinungen. Und was machen wir jetzt? Stimmen wir ab. Wer ist dafür, die Diamanten zu behalten? Vier zu zwei. Das war's wohl. Damit die Vernunft ausnahmsweise recht behält. Wir übergeben die Diamanten bei unserer Ankunft der Polizei. Ihr seid so. Mann, seid ihr bescheuert. Michael schon? Was meinst du? Du bist schwanger, oder? Nein. Du hast ihm natürlich noch nichts gesagt. Nein, nein. Es gibt Dinge, die kann selbst Michael nicht planen. Ich weiß, ich kenne deinen Mann länger als du. Erstmal wird er explodieren, dann wird er mich beauftragen, deinen Frauenarzt zu verklagen und dann wird er nur noch Privatpatienten behandeln. Jesse. Oh, Barbara. Er wird dich in die Arme schließen, dann wird er dich noch mehr lieben, als er es eh schon tut. Sag's ihm. Ja, okay. 12 Millionen sind schon gewaltige Brocken, was? Würdest du deine Meinung ändern?
Naja. Wenn wir die Diamanten aufteilen, wären das 2 Millionen pro Kopf. 2 Millionen. Naja, aber ich habe auch keine Lust, die nächsten 15 Jahre im Gefängnis zu sitzen, nur weil an den Diamanten Dreck hängt. Und du? Ich würde die Diamanten auf keinen Fall behalten. Recht hast du. Jessica hat ja genug Geld. Ja. Hey, das war nicht so gemeint. Tut mir leid. Na, ist schon gut. Der geht einem sogar noch in der Nacht auf die Nerven. Louis, dazu gehören immer zwei. Findest du nicht, dass du in letzter Zeit ein bisschen viel trinkst? Nein, Louis trinkt zu viel. Ich helfe nur dabei. Michael, ich muss dir was sagen. Keine Standpauke jetzt. Nein, nein, es geht um uns. Ich gehe jetzt raus, rauche eine Zigarette und dann kannst du mir alles erzählen, was dir auf dem Herzen ist. Ich muss dir was sagen. Du trinkst zu viel. Michael? Michael! Was ist denn los? Michael ist verschwunden. Was heißt verschwunden? Er wollte noch eine Zigarette rauchen, aber ich habe ihn dann nicht mehr ins Zelt kommen hören. Michael ist weg. Wie weg? Michael! Michael! Michael!
Jessica! Louis! Wahrscheinlich ist er ins Leere getreten und hat sich das Genick gebrochen. Nein! Ja, was wollt ihr denn da oben? Wir haben ein großes Problem. Wir müssen weiter und können Michael nicht mitnehmen. Geht du schon mit ihnen los. Ich mach das hier schon.
Alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Aber wir können Michaels Zeitplan nicht mehr einhalten. Darum geht's nicht mehr. Wir müssen schneller werden. Wir müssen aus dieser gottverdammten Gegend raus. Ich glaube, sie ist ziemlich am Ende. Letzte Weihnachten haben wir uns gerade mal früh um 5 auf dem Krankenhausflur gesehen. Das waren unsere Weihnachten. Er wollte ein anderes Leben, eine eigene Praxis. Er wollte eine richtige Familie haben. Nein, wir wollten eine richtige Familie. Er hatte so wunderbare Pläne. Wer hatte denn eigentlich die idiotische Idee, ohne Funk oder Mobiltelefon auf die Tour zu gehen? Das haben wir immer so gemacht. Außerdem, ein Handy hätte Michael auch nicht mehr geholfen. Warum ist er da bloß hinaufgestiegen? Er muss irgendwas gesehen haben. Vielleicht jemanden, der die Diamanten sucht. Hier draußen ist niemand außer uns. Bist du sicher? Nicht Wahnsinn? Dein Leben gerät innerhalb einer Sekunde völlig aus der Bahn. Michael war alles für sie. Sie war so abhängig von ihm. Fiona? Sie will die Diamanten jetzt doch behalten. Das geht nicht. Und außerdem geht es überhaupt nicht mehr um die Diamanten. Und es ist nicht recht, die Steine zu behalten. Ja, ja. Genau, es ist nicht recht. Ja, ja, es ist nicht recht. Weißt du, was nicht recht ist? Dass Michael tot ist, das ist nicht recht. Und da spielt es überhaupt keine Rolle mehr, ob es legal oder illegal ist, die scheiß Diamanten zu behalten. Also, ich will Michaels und meinen Anteil. 2-3-4-2.
was würdest du ohne Louis machen? Kein Kreuz. Wieso nicht? Ihr Mann hat auch keins. Was? Ich hab's wieder rausgerissen. Ich werde das verdammte Scheißgefühl nicht los, dass wir hier draußen nicht alleine sind. Deshalb sollten wir gerne Wegweiser hinterlassen. Das ist herzlos und unchristlich. Das lasse ich nicht zu. Wir sind auf uns gestellt, Jessica. Kein Beten und keine weltlichen Gesetze bringen uns hier lebend raus. Dank Michael haben wir eine sehr genaue Karte und darauf müssen wir uns verlassen. Wie ist sie an die Pistole gekommen? Sie muss sie aus meinem Rucksack genommen haben. Du wusstest genau, in was für einem Zustand sie ist.
Hör auf, deinem Mann ein schlechtes Gewissen einzureden. Die Pistole hätte in jedem Rucksack stecken können. Ja, aber sie hat sie aus seinem Rucksack genommen. Hör auf! Niemand ist schuld. Warum muss immer jemand Schuld haben? Wenn jemand dafür verantwortlich ist, dann ist es Barbara. Sie wollte nicht mehr. Sie hat abgedrückt. Die sollten wir nicht zurücklassen. Ja, dann nimm sie. Nein, ich glaube, Jeska sollte sie nehmen. Warum ich? Weil du die Vernünftigste von uns bist. Hier geht's lang. Der Idiot denn mit dem Tempo beweisen? Dass er überleben will. Wird man leben? 2 Millionen Mark reicher sein? Warum nicht? Wenn er uns hier rausbringt, hat er sich das mehr als verdient. Es tut mir leid, ich habe das für mich so gemacht. Schon gut. Über den Fluss können wir eine Menge Zeit sparen. Vielleicht einen Tag. Ich finde, Phil macht es wirklich gut hier. Vielleicht sollte ich wirklich mal über eine feste Beziehung nachdenken. Würde dir nicht schaden. Er braucht das Geld. Eine Segeljacht. Das bedeutet für ihn Unabhängigkeit. Das ist sein Traum. Mit einer Piratenfahne. Ist es das, was du willst? Hm,
Zuerst müssen wir den Kahn ins Wasser bringen. Vorher wissen wir gar nichts. Barbara war schwanger. Woher weißt du das? Sie hat es mir gesagt, bevor Michael verunglückt ist. Sie war schwanger. Sie hätte sich doch nie umgebracht. Sie wollte doch immer Kinder haben. Und wenn vielleicht doch jemand hier draußen ist? Wir müssen noch besser aufeinander Acht geben. Keiner darf zu weit von den anderen entfernt sein. Jeder muss alle ständig in Sichtweite haben.
Hallo? Ist da jemand? Aber das ist doch Michael Flachmann. Wie kommt der denn hierher? Genau. Das frage ich mich auch. Geht er nicht rein? Ich habe ihr gesagt, geh da nicht rein. Aber sie wollte unbedingt wissen, wie Michael Flachmann da. Und plötzlich stand er da, vor uns, und er holte aus. Und ich konnte nicht mal. Dann war Michaels Tod gar kein Unfall. Barbara hat sich auch nicht selbst umgebracht. Er musste uns einfach nur beobachten und dann hat er auf den günstigsten Moment gewartet, das eine nach dem anderen. Du musst was essen. Phil,
Du kommst mit, hat sie gesagt. Im Hotel. Wie ich sie kennengelernt habe. Du kommst mit. That's my wish. Lass uns die Diamanten wegschmeißen. Jetzt! Diese Scheißsteine, die bringen uns nur Unglück. Phil, ich brauche die Steine. Was? Ich habe durch eine Dummheit alles verloren. Weiß Jessica davon? Nein. Wenn ich einen Teil der Steine behalten könnte, wäre ich gerettet. Und meine Ehe vielleicht auch. Warum hast du immer gegen uns gestimmt, Mann? Ich musste Jessica doch in dem Glauben lassen, dass... Du betrügst sie also? Nein, ich liebe sie über alles. Phil, lass uns nach dem Trip die Steine aufteilen. Die Hälfte für dich, die andere für mich. Wir haben es doch schon fast geschafft, oder? Sicher, sicher. Zum Teilen sind nicht mehr viele übrig geblieben, oder? Den Kompass? Was ist das? Louis. Ein Handy. Du wirst mir nicht erzählen, dass du das Ding die ganze Zeit dabei hast. Lass es mich dir erklären. Was willst du mir erklären? Meine Schwester ist tot und zwei unserer besten Freunde. Es funktioniert nicht. Es ist das Handy von Alex. Alex ist der tote Mann im Fluss. Er muss beim Rückflug abgestürzt sein. Ich habe ihn in Nowhere getroffen, weil er einen Käufer für die Diamanten gefunden hat. Es sind seine Diamanten. Ich habe sie aus einer noch nicht erschlossenen Mine. Ich wollte mit dem Geld was Neues anfangen. Hat es für dich gemacht. Halt du dich da raus. Damit du noch mal stolz auf ihn sein kannst. Ich habe gesagt, du sollst dich raushalten. Wer sagt uns denn, dass er nicht alle umgebracht hat? Hä? Thank you.
schlimm? Ja, es geht schon. Ziemlich verstaucht. Ich wollte Louis nach dieser Tour verlassen. Ich habe es ihm nicht direkt gesagt, aber er muss es gespürt haben. Warum sonst hat er sich diesen verrückten Plan ausgedacht? Als ob das Geld unser Problem gewesen wäre. Wenn wir uns auf das Nötigste beschränken und ich das meiste trage, dann schaffen wir es in einem halben Tag. Mit deinem Fuß? Was meinst du? Kannst du laufen? Ich habe mit Fiona über dich gesprochen. Sie wollte, dass du das Segelboot bekommst mit der Piratenfahne. Ich will das auch. Entweder ist der Wagen hinter dieser Anhöhe, oder es ist die da drüben. Okay. Ich gehe. Ich gehe.
ist der 22. November. Und diese schreckliche Reise ist jetzt. Die Reise ist jetzt zu Ende. Steht da. Genau wie Michalis beschrieben hat. Wo sind die Wagenschlüssel? In einer Magnetbox über dem linken Vorderrad. Okay, okay, okay. Willst du einen Schluck? Danke. Was machst du da? Was machst du da? Du vernichtest unser ganzes Beweismaterial. Ich hab sie alle umgebracht, ja. Naja, nicht alle. Den unschuldigen Goldgräber hast du ja erschossen. Barbara war am schwierigsten. Und Luis, der war eine richtige Überraschung. Fast hätte er mich umgebracht, siehst du. Ich glaube, du hast ihn unterschätzt. Er hat dich bis in den Tod geliebt. Luis. Yeah!
Any problems? No, just had some bad luck. Lost a couple of friends on the road. So that's all. You know that I can't take tramps with me, don't you? Yeah, Mom. Today must be your lucky day. It's my birthday. Get in. Well, happy birthday. Darcy! Darcy! Nächste.